Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen. Es gibt einen neuen Legendary Skin, rein optisch schon richtig pervers. Und ja, Legendary Skin heißt ziemlich viele coole neue Sachen an einem Champion und Riot hat sich Mühe gegeben. Der Nachteil dabei ist, dass dieser Champion 1820 bzw. dieser Skin 1820 Riot Points kosten wird. Es handelt sich um Dark Star Thresh. Vom dunklen Stern kommt dieser Thresh. Und hier habt ihr den Vergleich zwischen dem klassischen Thresh auf der rechten Seite und dem neuen Thresh auf der linken Seite. Wir gucken uns erstmal nur die Optik an und sehen, dass er anstatt einer Laterne irgendwie diese dunkle Sphäre, diesen dunklen Stern quasi mit sich rumträgt und er kontrolliert quasi irgendwie dieses kleine Mini-Universum und das ist schon mal ziemlich episch. Auch, dass irgendwie seine Seele türkis leuchtet, ein ziemlich cooler, also sehr, sehr, sehr geil sieht er aus. Auch der Haken, finde ich, der leuchtet schön. Also optisch habe ich wirklich rein gar nichts zu meckern. Es ist ein bisschen dunkel, da könnte man sich vielleicht aufregen, aber auch hier auf seiner Stirn leuchtet irgendein Symbol, was ich noch nicht identifizieren kann, aber auch die Zähne und der sieht einfach ultra brutal optisch aus. Da es ein Legendary Skin ist, wird es ein bisschen dauern, weil wir alle Fähigkeiten zweimal zeigen werden, aber wir wollen einfach mal direkt loslegen mit den Animationen und drücken uns von Steuerung 1 durch Steuerung 4 durch. Auf Steuerung 1 erscheint ein Frosch, der von dieser Sphäre eingesaugt wird, ähnlich wie bei einem dunklen Loch. Und ja, der Frosch ist dematerialisiert. Auf Steuerung 2 nimmt er seine Kugel und zeigt so ein bisschen, dass er die Kontrolle darüber hat. Auf Steuerung 3... ja, das ist sein Tanz. Da wirbelt er so ein bisschen mit der Sphäre wie mit einem Lasso. Ein bisschen heftig, dass er so krass mit diesem Stern umgehen kann. Aber für ihn mit diesem Hüftschwung, oh yeah, oh yeah. Guck ich diesen Hüftschwung an. Hallo in der Disco. Ist auf jeden Fall auch schon mal ziemlich, ziemlich cool. Jetzt gucken wir uns nochmal Steuerung 4 an. Das ist nämlich nochmal interessant. Da lacht er und zeigt die Gesichter von unterschiedlichen Champions in der Sphäre. Wir haben jetzt gerade Nautilus gesehen, Astronautilus, Astro Timo haben wir gesehen, dann noch Tarek und dann gibt es noch drei andere und zwar, da muss ich nochmal ganz kurz nachschauen, es gibt Astronautilus, Timo, Aurelion, Sol, Bart, Tarek und wer hätte es gedacht, natürlich muss Lucian auch dabei sein, da haben wir ihn nochmal gesehen. Also auch schon mal ziemlich cool. Das ist eine einzigartige Lache, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Genug von den Animationen. Jetzt gucken wir uns nochmal die Auto-Attacks an. Dafür hitte ich mal kurz den gegnerischen Thresh an. Zack. Und wir sehen einfach nur, da passiert nicht viel. Wobei, da wo der Hit ankommt, bei dem klassischen, gibt es so eine Blutexplosion. Und bei dem gibt es irgendwie so eine dunkle Explosion. Zack. Ihr seht, ja, so ein paar dunkle Partikel. Wenn er mich jetzt nochmal angreift, dann seht ihr so Blutspritzer. So, genau. Also ziemlich blutrünstig eigentlich. Dann gehen wir in die Passive. Und bei der Passive ist es so, dass ich kurz auf die Lane muss. Denn die Passive ist so, dass wenn ihr... Da seht ihr schon, diese blauen Kugeln, die können wir jetzt natürlich nicht vergleichen. Aber ihr seht, die Seelen, die Thresh einsammelt, sind diese kleinen blauen Orbs gewesen. Wobei, hier sehen wir, glaube ich, doch, hier haben wir die gesehen vom klassischen Thresh. Die kennen wir aber auch. Alright, das heißt, die Passive haben wir gesehen, diese kleinen Mini-Sphären sehen auch schon mal ziemlich cool aus, ein bisschen transparent, aber sehr nice. Und jetzt gehen wir zu den Fähigkeiten, zu den Hauptfähigkeiten, nämlich erstmal, da mache ich nochmal Smartcast kurz aus, die Q-Fähigkeit, der Hook, zack, habt ihr das gesehen, richtig voidartig ist er geflogen und auch nicht schlecht. Und wenn der Thresh jemanden hookt, dann leuchtet er rot. Ich glaube, das war nur ein Missklick. Wir machen es einfach nochmal. Achtet auch auf den Thresh, wie er anfängt rot zu leuchten, wenn er jemanden hookt. Zack. Ah, den hat er gepackt. Und das finde ich auch schon mal ziemlich cool. Jetzt werden wir nochmal gehookt. Da verändert sich nämlich nichts bei dem Thresh. Also, das ist schon mal cool. Und jetzt haltet euch fest, Guys. Die Lantern, die Laterne, die wir schmeißen, die schon so viele Popöchen gerettet hat. So sieht die aus. Geil. Steig ein in mein Universum. Und das Schild, was wir bekommen, sieht dann so aus. Hat man auch ganz kurz gesehen. Auf jeden Fall ziemlich geil. Und es hat gar nichts mehr von der Laterne, sondern wirklich nur ich. Ah, ziemlich cool. Der dunkle Stern wird platziert.
Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ein zweites Mal will ich das nochmal zeigen. Ich mache das mal kurz hier. Lauf hier nochmal weg. Da sieht auch die Verbindung, wie kosmisch die aussieht. Und wenn wir reingehen, kriegen wir den Schild. Zack, so sieht das aus. Weiter geht's mit der E-Fähigkeit. Wenn wir jemanden wegschubsen, das sieht auch ganz interessant aus. Zack. Wir haben erstmal so ein ganz anderes Symbol auf dem Boden gesehen, was bei dem normalen Thresh gar nicht der Fall ist. Und außerdem, die Fähigkeit selbst sieht viel kantiger aus. Wir ziehen ihn nochmal ran. So. Ganz genau. Das ist für mich die Fähigkeit mit der geringsten Auffälligkeit, aber trotzdem natürlich eine Veränderung ist da und es sieht ziemlich cool aus. Jetzt gucken wir uns nochmal die Ultimate an. Ich platziere die erstmal ein bisschen weiter aus und dann kann er mal kurz reinlaufen. Oh, die Hände! Und jetzt ist reingelaufen, die Wand ist gebrochen. Das ist auch geil. Es kommen aus, wie viel, 2, 4, 5 verschiedenen Ecken sozusagen Hände vom Boden, die dann so diese Tore quasi halten. Und jetzt gucken wir uns nochmal die klassische Threshold an. Die kennen wir. Das sind einfach hier diese Dornen, diese Zacken, Stacheln, wie auch immer. Und wenn wir durchlaufen, sind auch diese kaputt. Jetzt gibt es noch 2 Sachen, die wir machen müssen. Und zwar einmal die Recall-Animation. Die ist auch einzigartig. Aber bevor ich das mache, stelle ich hier mal einen Ward, damit ich ran teleportieren kann. Ja, die Sphäre taucht in den Boden ein. Thresh öffnet ein schwarzes Loch und sagt, "See ya, Nerds, ich bin wieder zu Hause." Und kommt hier an der Fontäne wieder an, am Nexus, am eigenen Nexus. Und auch das ist auf jeden Fall anders. Beim Teleport sehen wir keinen Unterschied, aber das hat ja auch nichts mit dem Champion zu tun. Wie gesagt, 1820, ihr Lieben. Dark Steel Thresh wird bald zu kaufen sein. Mir gefällt er sehr gut. Wir brauchen noch die Todesanimation. Ich würde sagen, keiner kann uns ehrwürdiger töten als der Drache selbst. Und ja, was gibt es noch zu dem Skin zu sagen? Auf jeden Fall geil. Es gibt noch einen Dark Steel Varus Skin, der so ein bisschen in die Familie reingeht. Ich würde mich freuen, wenn da noch mehr solcher Skins kommen, denn dann können wir nochmal ein richtig cooles Skin Battle machen. Und ich will Thresh, ist schon mal auf jeden Fall reserviert. Da ist die Todesanimation. Boah, geil, er verschwindet in dieser Kugel und diese Sphäre implodiert. Somit ist er Geschichte und der dunkle Stern ebenso. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Danke auch an den Slushy-Boy-Experten für die Hilfe, denn er ist nochmal eingesprungen an Lockys Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen Skin findet. Und dann bis zum nächsten Mal.